So, jetzt bin ich heute mal wieder live dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. Mit etwas Verspätung. Einige technische Probleme waren hier heute Morgen, haben hier schon auf mich gewartet. Das tut mir unheimlich leid. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ja einen schönen Vormittag machen und gleich anfangen mit der Lektüre des 32. Kapitels. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder live dabei sein kann heute, denn das ist schon viel, viel schöner als, als das vorher aufzunehmen. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß, direkt hier zu sein, selbst wenn das Interagieren etwas schwierig ist durch die Verzögerung der Kommentare und der Personen, die reinkommen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr mit euch verbunden bin, wenn ich hier direkt spreche. Und sicher kann man das auch spüren. Also, dieses Kapitel 32 ist einer meiner liebsten Kapitel, weil ich da genau das finde, was ich jeden Tag erlebe, wenn ich meinen Qigong ausübe, den Qigong der Selbstregulierung, der mich direkt mit dem Tao verbindet. Denn genau darum geht es. Qigong der Selbstregulierung ist die Verbindung zum Tao. Und der Tao ist sanft, sanft und delikat wie eine Feder, wie eine Wolke, wie ein Windhauch im Sommer. Subtil, leicht, inspirierend, wärmend, schützend, erfüllend. Das ist der Tao. Das pure Leben. Das Leben, das lebendig ist. Das Leben, das nicht schwer ist. Das Leben, das dir Vitalität schenkt und tiefe Freude. Und deshalb möchte ich dich heute zu einer Reise einladen. Als erstes werden wir das Kapitel lesen, so wie wir das immer tun. Und anschließend lade ich dich zu einer Reise ein. Eine Reise in die Sanftheit des Tao. Setz dich bequem hin. Mach es dir gemütlich sozusagen, aber sitze so, dass du ganz präsent sein kannst, dass du spüren kannst, tief in dich spüren kannst. Atme ein, atme aus und lass dich von den Worten des Tao inspirieren. Das Tao hat keinen Namen. Es ist einfach, ja sogar gering. Und doch ist die Welt nicht fähig, es zu unterwerfen. Wenn die Könige dem Tao folgen würden, dann würde bald alles von selbst nachfolgen. Himmel und Erde würden zusammenkommen und es fiele süßer Tau. Das Volk könnte ohne Gesetze in Frieden miteinander leben. Wenn Gesetze entstehen, erhält alles einen Namen. Sind die Namen komplett, müssen die Menschen auch wissen, wann es genug ist.
weiß man, wann man aufhören muss, kann einem nichts gefährlich werden. Das Tao befindet sich in der Welt, so wie das Flussbett in jedem Fluss und der Meeresgrund in jedem Ozean vorhanden ist. So wie jeder Fluss durch das Tal hindurch zurück zum Meer fließt, so fließt alles zum Tao zurück. Atme ein. Atme aus und nehme wahr, was diese Linien in dir bewirken. Wie fühlst du dich? Was spürst du? Lass es leben und nimm es wahr und notiere es für dich auf einem Blatt Papier oder einfach in deinem Kopf. Und jetzt möchte ich dich weiter auf eine Reise mitnehmen, zu der kannst du einfach sitzen bleiben und deine Augen wieder schließen. Du darfst dich leiten lassen von meiner Stimme, um diese sanfte, delikate Qualität des Tao spüren zu können. Nimm es einfach wahr, wie es da ist, ohne dass du etwas dazu tun musst. Atme langsam, regelmäßig und tief ein und aus. Spüre den Kontakt deiner Füße zum Boden und nimm wahr, wie du getragen wirst vom Boden, wie du unterstützt wirst. Lass dich sozusagen sinken, lass dich fallen in den Sitz, auf dem du sitzt. Und spüre das Gewicht deines Körpers, wie es sich mehr und mehr spüren lässt und du dadurch deine ganzen einzelnen Körperteile mehr wahrnehmen kannst. Atme ein und aus und nimm wahr, wie deine Atmung deinen Körper bewegt, den Brustkorb, den Bauch. Und lass dich bewegen durch das Atmen. Vielleicht kannst du dein Herz klopfen spüren. Und wahrscheinlich nimmst du wahr, was alles in deinem Kopf geschieht. All die Gedanken,
all die Gefühle, die da sind und deine Aufmerksamkeit suchen. Sag ihnen einfach, du kümmerst dich später um sie. Und nimm sie wahr und lass sie ziehen, wie die Vögel am Himmel oder die Wolken, die vom Wind getragen werden. Lass sie ziehen, deine Gedanken. Halte sie nicht fest. Und nimm wahr, wie du sitzt und atmest und einfach da bist. Genau, du bist da. Und du musst nichts tun. Du bist da und alles ist gut. Du bist da, so wie du bist. Und das ist gut. Alles ist gut, so wie es ist. Jetzt stell dir vor, du bist wie umgeben von einer Art Wolke, eine Art Kraft, die sanft und leicht um dich herumgelegt ist, wie ein Mantel, der um dich gelegt ist, aber viel weiter, wie Federn, die dich umgeben, aber noch viel leichter. Wie ein Windhauch, der dich streichelt, aber noch viel sanfter. Stell dir vor, du bist umhüllt von einer Qualität, die dich umgibt. Diese Qualität, die schützt dich. Sie ist einfach da. Sie ist immer da, Tag und Nacht. Selbst wenn du sie nicht spürst. Sie ist da und steht dir zur Verfügung. Und wenn du sie wahrnimmst, wenn du sie existieren lässt, wenn du mit ihr da bist, so wie du bist, dann ist diese Sanftheit das Leben. Sie ist das Leben und die Vitalität, die da sind, immer zu deiner Verfügung. Sie ist immer da. Und sie umgibt dich wie eine Wolke, wie ein Zwischenglied, das dich von innen heraus mit der Umgebung verbindet, mit deinem Umfeld. Lass sie existieren, die Sanftheit.
Sie steht dir zur Verfügung. Sie ist das Leben selbst. So wie ein Frühlingstag. So wie ein Lächeln. So wie ein wohltuendes Wort von jemandem. Alles ist da, immer für dich, wo immer du bist, was immer geschieht. Nimm es wahr und verweile. Verweile in der Sanftheit, in der delikaten Qualität des Tao, der dich umgibt und immer für dich da ist. Und du weißt nicht, was es ist, aber es ist da. Und es ist da, weil du es beachtest. Weil du bereit bist, es aufzunehmen, es wahrzunehmen. Die Sanftheit ist da, wenn du sie aufnehmen möchtest. Du darfst sie dir schenken, denn sie ist da. Sie ist immer da, Tag wie Nacht, egal was passiert. Du kannst sie suchen, denn sie ist da. Du kannst dich mit ihr verbinden, denn sie ist da. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du krank bist, dann darfst du sie suchen, denn sie ist da. Sie ist da und sie ist der Zugang zum Tao, in dem die Gesundheit ist. Und je mehr du dich mit dieser Qualität verbindest, umso stärker wirst du. Denn du brauchst nicht zu kämpfen. Du brauchst deine Kraft und deine Energie nicht für den Kampf zu verschwenden, sondern du kannst sie leben, diese Sanftheit, das delikate Leben in dir, das dich stark macht. Bewege jetzt langsam deine Füße und deine Hände. Vielleicht deine Beine, deine Arme, strecke dich und öffne deine Augen. Und lass dich heute, so lange du kannst, noch spüren, dass diese Sanftheit immer da ist. Und wenn du Zeit brauchst für dich zwischendurch, dann hol sie dir. Hol sie dir, die Sanftheit. Sie ist da. Sie umgibt dich. Sie ist immer da. Du darfst sie dir holen. Du darfst sie suchen. Und damit schicke ich dich jetzt in dein Wochenende, das ich dir wunderschön wünsche, mit viel Sanftheit und viel Kraft, die du daraus schöpfen kannst. Und da ich weiß, dass das nicht einfach ist, bist du natürlich herzlich willkommen, wenn du daran weiterarbeiten möchtest, mit mir ein Gespräch zu buchen, damit wir sehen können,
wie wir das schaffen können, dass auch du das in deinem Leben lebst. Ganz intensiv, täglich, was auch sein mag. Der Link ist in der Gruppe. Du kannst dort einfach draufklicken und wirst dann sozusagen direkt mit mir verbunden. Und ich freue mich darauf. Bis später. Tschüss.